Guten Abend miteinander. Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen zu unserem heutigen zweiten Vortrag dieses Winterprogramms. Die Sonne strahlt uns nicht nur an, sie zieht uns und Sie offensichtlich auch an. Oder ist es Herr Schwanitz, der Sie angezogen hat? Oder beides. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie den Saal füllen. Ich freue mich ebenso außerordentlich, dass Herr Konrad Schwanitz heute aus Zürich zu uns gekommen ist und uns über das Solar Orbiter Projekt, über Solarprojekte im Allgemeinen und über Weltraummissionen erzählen wird. Er ist Doktorand in der Gruppe von Louise Hara an der ETH Zürich und am PEMOT in Davos. Das ist das physikalisch-meteorologische Observatorium, das, wie ich heute beim vorgängigen Nachtessen erfahren habe, gegründet wurde, um die wunderbare Luftqualität, die Davos ja sogar bis in die Literatur hinein berühmt gemacht hat, auch nachzuweisen. Das haben nicht alle geschafft. Herr Schwanitz ist Physiker, hat in Astrophysik seinen Masterabschluss gemacht an der ETH in Zürich und doktoriert jetzt eben in der Gruppe. Der Schnee ist noch zu wenig tief, als dass er uns mit den Skiern oder dem Snowboard davongefahren wäre. Da sind wir froh. Somit kann ich ihm jetzt ganz herzlich das Wort übergeben und freue mich auf einen spannenden Vortrag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich werde Ihnen innerhalb der nächsten Stunde die Sonne zumindest thematisch etwas näher bringen, hoffentlich. Wie wir gerade schon kurz, ich möchte nur kurz ein bisschen über unsere Gruppe Werbung machen. Wie wir schon erfahren haben, ich bin Doktorand an der ETH Zürich in der Gruppe für Solar Astrophysik. Wir sind eine relativ kleine Gruppe in der absoluten Zahl. Wir sind 7 Forscher und wir sind alle von Doktoranden bis zu Frau Professor Louise Rath, die Gruppe leitet, vertreten. Wir machen Forschung, Vorlesungen, Abschlussarbeiten für Studenten im Bereich solare Astrophysik. Was genau die Themen sind, werden Sie hoffentlich im Laufe des Abends erfahren. Wo ich auch bin, wie man schon kurz angehört hat, ich bin Gastwissenschaftler beim Physikalisch-Meteorologischen Observatorium Davos. Statt des langen Namens sagen wir meistens immer PMOD. Das ist auch die Abkürzung, die Sie sehen. Das PMOD werden die meisten von Ihnen, denke ich mal, nicht kennen im Vergleich zur ETH. Das PMOD ist ein Observatorium in Davos. Sie sehen das hier oben. Es liegt schön auf einer kleinen Kuppel. Und das PMOD ist sehr führend im Bereich vom Bau und Entwicklung von Messinstrumenten, die die Sonnenstrahlung messen. Und das ist nicht die einzige Sache, die Sie machen. Sie machen auch viel im Bereich Klimaforschung, neben der Sonnenforschung, aber auch viel Strahlenmessung. Und da sind Sie führend in dem Bereich, dass Sie sogar die Weltstrahlenreferenzquelle sind. Deswegen sieht man oft auch dieses Kürzel WRC dahinter. Das steht für World Radiation Center. Also Sie sind die Weltstrahlenreferenz für Sonnenstrahlung, Einstrahlung. So sieht es übrigens in Davos langsam nicht mehr aus. Ist schon ein bisschen noch ein Foto aus dem Sommer. Aber wir wollen über die Sonne reden. Ich werde Ihnen am Anfang ein bisschen über die Sonne erzählen. Wenn wir uns die Sonne vorstellen, die Menschheit kennt die Sonne wahrscheinlich, solange es die Menschheit gibt. Die Frage ist, seit wann verstehen wir die Sonne? Wie beschäftigen wir uns mit der Sonne? Wenn wir über die Erde gucken, egal in welcher Kultur wir sind, egal von Südamerika bis zum Nordpol, egal wo, jede Kultur hat irgendeine Idee, was die Sonne war. Bei den meisten war es eine Gottheit. Hier ist die germanische Gottheit Sol für die Sonne. Es war immer irgendwie so ein mystisches Wesen. Man hat es nie wirklich verstanden. Das sehen wir in allen Kulturen dieser Welt. Und dann kam irgendwann der Moment, wo wir in die Gegenwart übergegangen sind und verstanden haben, dass die Sonne vielleicht doch keine Gottheit ist, sondern eher in den Bereich Wissenschaft und Forschung, Technik fällt. Und da stellt sich dann die Frage, wann war das eigentlich? Also wie lange gibt es Sonnenforschung schon? Und das
kann man natürlich nicht allgemein beantworten. Es gab nicht den einen Tag, aber es gibt sehr viele Anzeichen, wann die ersten Situationen waren. Ein berühmtes Beispiel, was viele von Ihnen sicherlich kennen, ist Stonehenge in England. Über 5000 Jahre jetzt alt. Und warum glauben wir, dass das mit Sonnenforschung zu tun hat? Weil dieser Steinkreis ist genau so ausgerichtet, dass er die Sommersonnenwende vorhersagen kann. So, und man muss überlegen, vor 5000 Jahren, wenn ich Ihnen jetzt ein paar Steine gebe und sage, sagen Sie damit die Sonnensonnenwende vorher. Ich könnte es nicht. Aber das ist schon erstaunlich für die Zeit damals, dass man das hinbekommen hat. Aber natürlich in dem Sinne, es war keine Forschung, sondern eher in dem Bereich Beobachtung vielleicht noch. Später dann die Sonnenfinsternis, sicherlich vorher schon von den Menschen beobachtet. Aber die erste wirkliche Beschreibung einer Sonnenfinsternis finden wir bei den Babyloniern, auch 1300 Jahre vor Christus schon. Also auch über 3000 Jahre jetzt schon, dass man Sonnenfinsternis beobachtet, beschreibt und sich damit beschäftigt. Kommen Sie ruhig rein, kein Problem. So, aber der wirklich große Durchbruch dann für die Beobachtung kam natürlich mit den Teleskopen, die man entwickelt hat. Da ist auch ein bisschen die Debatte. Jeder von Ihnen kennt sicherlich die Geschichte um Galileo Galilei, der die Sonnenflecken als erster beobachtet hat. Es gibt andere Quellen, die sagen, in China wurden sie vorher beobachtet. Das ist eine wissenschaftspolitische Diskussion, in die ich mich nicht einmischen möchte. Aber das sind einfach nur drei Beispiele, wie lange es Sonnenforschung schon wirklich gibt und wie lange die Menschen die Sonne nicht nur als Gottheit oder als irgendetwas Mystisches sehen, sondern wirklich Forschung und Beobachtung an ihr betreiben. So, jetzt haben wir insgesamt seit 3000 vor Christus bis heute 5000 Jahre. Schon ein guter Zeitraum, oder? So, wenn wir uns das mal angucken, das ist ungefähr der Lebenszyklus der Sonne. Wir haben ganz links, hier die Geburt der Sonne. Die Sonne ist geboren quasi aus einem Nebel, der sich immer weiter zusammengezogen hat. Und daraus wurde dann eine Sonne, ein vorähnlicher Stern. Das passiert bei allen Sternen so, das passiert auch heute überall noch im Universum so, so entstehen Sterne grundlegend gesagt. So, irgendwann beginnt diese Sonne ihren Lebenszyklus und wir sind heute bei 4,5 Milliarden Jahren. Wenn wir weitergehen, sehen wir, nach 10 Milliarden Jahren wird die Sonne ein sogenannter roter Riese. Diese roten Riesen sind Sterne, die sich extrem weit ausdehnen, weil sie in der Endphase ihres Lebens sind. Und irgendwann dehnen sie sich so weit aus, dass sie sich quasi selbst nicht mehr halten können und stoßen ihre äußerste Schicht ab. Wir sehen, dass dann hier diese äußerste Schicht wird abgestoßen und innen drin bleibt nur noch der innere Kern, der sogenannte weiße Zwerg. So, wenn wir uns jetzt diesen Zeitstrahl angucken, wir sagen, vor 4,5 Milliarden Jahren wurde die Sonne geboren, nach ungefähr 11 Milliarden Jahren ist Ende. Das heißt, wir haben schon die Hälfte der Zeit verloren. Also wir müssen uns jetzt beeilen. So, und dann ist die Frage, was haben wir denn jetzt in diesen paar tausend Jahren Sonnenforschung gelernt und was haben wir überhaupt mitgenommen? So, und dann stelle ich ganz gerne eine Frage und die stelle ich Ihnen. Sie haben jetzt schon ein bisschen von der Sonne gesehen auf den Folien zuvor, aber die stellen wir auch ganz gerne am Anfang einer Vorlesungsreihe. Geben Sie Leuten ein Blatt Papier und sagen Sie ihnen, zeichnen Sie eine Sonne. Ich sage Ihnen, 95% aller Zeichnungen sehen so aus. Und wenn ich Ihnen sage, zeichnen Sie eine detailgetreue Sonne, wie man sie sich vorstellt, dann sieht es ungefähr so aus. Und das ist das Erschreckende. Die Sonne ist ein unglaublich komplexer Körper, wie Sie heute Abend lernen werden. Und trotzdem haben wir so wenig Alltagswissen darüber, was die Sonne eigentlich ausmacht, wie sie aussieht, wie sie aufgebaut ist, was Effekte auf der Sonne sind, wie die Sonne funktioniert. Und ich hoffe, dass sich das für Sie zumindest heute Abend nach diesem Vortrag ändert. Also, was wissen wir bisher über die Sonne? Links ist eine Grafik, die die Sonne ungefähr abbildet. Und ich möchte direkt eine Warnung sagen. Das ist eine Grafik. Und die Farben, die Sie dort sehen, das sind keine echten Farben. Also das Orange, das Gelb, das sind Farben, die wir gegeben haben. Weil wenn Sie die Sonne wirklich direkt in ihrem richtigen Licht anschauen würden, dann wäre sie perfekt weiß. Warum wir die Sonne gelb und orange wahrnehmen, liegt einfach daran, dass das Licht in der Atmosphäre gefiltert wird. Und deswegen erscheint die Sonne für uns gelblich und orange. Was wir auch kennen, zum Beispiel beim späten Sonnenuntergang, wird es rötlicher, weil einfach mehr Licht durch die Atmosphäre fällt. Deswegen schon mal das erste Merken, die Sonne ist nicht gelb und orange, sondern eher weißlich. So, in der Mitte der Sonne, da ungefähr, haben wir den Sonnenkern. Der Kern ist recht klein, aber hat extreme Bedingungen. Wir haben ungefähr 15 Millionen Grad in diesem Kern. Wir haben einen Druck von 200 Milliarden Bar und wir haben eine Dichte von 150 Gramm
pro Kubikzentimeter. Die ersten zwei, finde ich, kann man sich sehr schlecht vorstellen, die Zahlen. 150 Gramm pro Kubikzentimeter kann man sich vielleicht nur ein bisschen vorstellen. Ein Kubikzentimeter ist ungefähr so die Größe eines Spielwürfels. So, jetzt stellen Sie sich 150 Gramm vor auf einen Spielwürfel komprimiert. Das schaffen Sie nicht mit Blei, das schaffen Sie nicht mit Gold, das schaffen Sie mit nichts von den Metallen oder Materialien, die Sie kennen. Es ist unglaublich schwer. Und weil dort diese extremen Bedingungen herrschen im Kern, das ist auch der Ort, wo die sogenannte Kernfusion stattfindet, quasi wo die Energie generiert wird, die die Sonne und ihre ganzen Mechanismen antreibt. So, dann außerhalb von dem Kern haben wir die sogenannte Strahlungszone. In der Strahlungszone wird die Energie quasi, die in diesem im Kern produziert wurde, über Strahlung weitergegeben. So, das passiert über sogenannte Photonen. Photonen sind Lichtteilchen. Und um diese Strahlungszone zu verlassen, braucht dieses Photon 170.000 Jahre. So, jetzt wird der eine oder andere von Ihnen sagen, ah, aber ich habe mal gehört, Lichtgeschwindigkeit ist doch ganz schnell. Das sind doch ein paar hunderttausend Kilometer pro Sekunde. Das stimmt, aber was passiert, weil das noch so dicht ist, können Sie sich das vorstellen, das Photon wird die ganze Zeit abgelenkt. Das ist so ein bisschen wie so ein Flipperautomat. Das geht zack, 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 zack. Und bis das diesen zufälligen Weg aus dieser Zone geschafft hat, weil es immer wieder vor und zurück geschossen wird, das dauert 170.000 Jahre. Würde es den direkten Weg finden, wäre es sofort raus. Aber weil es immer wieder durch diese ganze dichte Materialien hin und her geschossen wird, dauert es ungefähr 170.000 Jahre. So, dann haben wir eine Zone, die außerhalb an Licht, die etwas dünner ist, das ist die sogenannte Konvektionszone. Da findet der Energietransport dann nicht mehr über Strahlung statt, weil die Strahlung dann schon rausgehen kann, weil es nicht mehr so dicht ist, sondern es findet Konvektion statt. Konvektion ist quasi das Umwälzen von heißem Plasma. Sie können sich das vorstellen, wie einfach so heiße Ströme, ähnlich wie bei einem Vulkan oder ähnlich, was auch in der Erde stattfindet, wo heißes Material hochfließt. Und dieses heiße Material ist relativ langsam. Also es sind 10 Meter pro Sekunde. Es braucht also auch noch recht lange. So, und dann haben wir die ersten drei Schichten hier abgeschlossen. Also den Kern, die Strahlungszone, die Konvektionszone. Was dann kommt, ist das, was wir die sogenannte Sonnenatmosphäre nennen. Und da möchte ich ein bisschen jetzt mehr in Detail auf die einzelnen Schichten eingehen, weil die später auch nochmal vorkommen. Um es schon mal vorhin wegzunehmen, die nächste Schicht, die kommt, ist die sogenannte Photosphäre. Dann kommt die Chromosphäre und außen dran die Corona. In der Corona und in den drunterliegenden Schichten haben wir dann noch bestimmte Effekte, die Flares und Protuberanzen. Was das genau sind, werde ich später nochmal erklären. Also, die Sonnenatmosphäre. Die innerste Schicht ist die sogenannte Photosphäre. Photo, haben wir schon gelernt, das Licht, die Lichtkugel. Warum heißt das so? Weil das ist genau die Schicht, die wir mit dem Auge oder die Galileo damals gesehen hat, wenn wir sie sehen. Die sogenannte sichtbare Schicht. Diese Schicht hat eine Temperatur von ungefähr 5000 Grad. Bis 5500 ungefähr. So, darüber haben wir die Chromosphäre, das ist die Chromo, die sogenannte Farbe, die Farbkugel. Und dann die Corona. Corona kennen wir alle jetzt von der Struktur her, der Strahlenkranz. Für uns ist das Thema gar nicht so lustig, weil immer wenn wir jetzt was zu Corona suchen, finden Sie alles, aber nicht das, was Sie im Internet finden wollen. Und das Spannende ist, normalerweise, ich habe gesagt, Sie sehen immer die Photosphäre. Das ist die Schicht, die Sie sehen. Wenn wir jetzt, ich habe Ihnen hier ein Bild einer Sonnenfinsternis mitgebracht. Was bei einer Sonnenfinsternis ja passiert, ist, dass der Mond zwischen Erde und, Sonne schiebt. Und wir haben auf der Erde das Glück, dass der Mond genau in der richtigen Größe ist, dass er perfekt die Sonne abdeckt. Und was wir dann sehen, ist die Chromosphäre, hier dieser rote Kranz, der dünne, und die Corona, diesen Strahlenkranz, den wir sehen. Die sind sonst so schwach, dass wir sie mit bloßem Auge nicht sehen. Und deswegen brauchen wir diese Sonnenfinsternis, die genau das macht. Bei Messinstrumenten wird genau der gleiche Effekt gemacht. Wenn wir diese Schichten messen wollen, erzeugen wir eine künstliche Sonnenfinsternis, indem wir eine Platte davor setzen, die genau die Größe hat, die die Sonne abdeckt. Das nennt man dann einen Koronographen, der genau diesen Effekt auch erzeugt. So, und warum sind diese Schichten jetzt so besonders? Ich habe Ihnen hier ein Diagramm mitgebracht. Wir haben auf der X-Achse haben wir die Höhe in Kilometern in der Atmosphäre. Wir gehen von ungefähr 0 bis 3000 Kilometer in der Atmosphäre. Wir haben links abgebildet die Temperatur, das ist diese dicke Linie, und rechts haben wir die Dichte abgebildet. So, fangen wir erstmal an mit der Dichte. In der Photosphäre haben wir eine recht hohe Dichte, die fällt dann über die Chromosphäre ab und in der Corona, diesem dünnen Strahl, in dem dünnen Strahlenkranz macht sie dann plötzlich einmal so einen großen Abstieg runter und wir haben einen Dichteverlust. Das ist nicht besonders überraschend
Wahrscheinlich. Wenn Sie das Bild hier unten sehen, sieht man, dass es wahrscheinlich immer dünner wird und so ein bisschen ausfasert. So, aber das Überraschende ist, dass wenn wir die Temperatur anschauen, haben wir als erstes diese ungefähr 5.000, 6.000 Grad in der Photosphäre. Das ist in der Chromosphäre recht ähnlich. Und plötzlich in der Korona haben wir einen Temperatursprung und wir springen von ein paar tausend Grad in Millionen Grad. So, und das ist wahrscheinlich unintuitiv für die meisten, weil wenn ich von einem heißen Zentrum weggehe, erwarte ich, dass es kälter wird. Und ich erwarte nicht plötzlich, dass es nochmal von Tausenden in Millionen Grad geht. So, und jetzt fragen Sie, warum passiert das? Und wenn ich Ihnen darauf die Antwort geben würde, würde ich heute Abend nicht mehr hier stehen, weil das ist eines der Hauptprobleme der Sonnenphysik und das nennt sich das Problem der koronalen Erwärmung. Und da finden extrem viele Forschungsarbeiten zu dem Thema statt, weil wir nicht wissen, wo dieser Temperatursprung herkommt. Wir haben einen Temperatursprung von mehreren Magnituden in Temperatur und wir wissen nicht, woher es kommt. Es gibt zwei verschiedene Theorien, aber die würden jetzt den Rahmen für heute Abend sprengen. Gut, also nochmal ein bisschen mehr in Detail die einzelnen Schichten. Die Photosphäre, die sichtbare Schicht. Was wir auf der Schicht sehen, sind die Sonnenflecken. Falls Sie die Sonne noch nicht gesehen haben, heute, ich habe Ihnen 11. November 2022 mitgebracht. So hat die Sonne heute ausgesehen. Wir sehen hier verschiedene einzelne Sonnenflecken und wie Sie sehen, treten diese Flecken oft in Gruppen auf. Also wir haben hier zum Beispiel eine Gruppe, dann da eine Gruppe. Was diese Flecken bedeuten, ist, dass sie dunkler sind und dementsprechend auch kühler. Das heißt nicht, dass sie kalt sind, sie sind ungefähr 1500 Grad kühler. Aber es reicht schon, dass wir sie sehen. Das Ganze ist recht interessant, weil die Menschen haben das schon recht lange beobachtet. Seit Galileo Galilei machen wir es, dass wir diese Sonnenflecken beobachten. Und was man sieht, ist, dass diese Flecken einen sogenannten Elfjahreszyklus folgen. Wir haben eine Zeit, wo wir sehr viele Flecken haben, dann nimmt die Fleckenanzahl wieder ab und sie steigt wieder. Und dieses Auf und Ab, das hat einen Zyklus von 11 Jahren. Und für ein bisschen Lokalpatriotismus habe ich Ihnen diese Folie mitgebracht. Diese Fleckenanzahl wird in einer Nummer gemessen, die die Zürich-Nummer heißt. Und das geht auf den Herrn Wolf zurück. Rudolf Wolf war Leiter der Eidgenössischen Sternwarte in Zürich, das Gebäude hier unten. Die Eidgenössische Sternwarte ist in der Nähe des Hauptgebäudes der ETH Zürich hinter dem Universitätsspital. So, und der Herr Wolf hat angefangen, die Sonnenflecken zu zählen und die Gruppen zu zählen und hat daraus eine Nummer ausgerechnet. Und er hat das jeden Tag gemacht, ganz akribisch, immer gezählt, oder er hat erst eine Skizze angefertigt und dann diese Skizze vermessen und dann daraus die Nummer berechnet, Tag für Tag für Tag. Und wenn Sie das jahrelang machen, erhalten Sie so eine schöne Datenreihe wie hier. Er hat das angefangen 1848, es wurde an dem Standort dort in Zürich gemacht bis 1980. Und wenn Sie das machen, sehen Sie diesen 11-Jahres-Zyklus, den ich gerade erwähnt habe, dass wir immer wieder diese 11 Jahre haben zwischen denen. Es sind nicht genau 11, manchmal sind es 10, manchmal 12, aber im Mittel sind es 11. 1980 hat es leider aufgehört, weil man das Universitätsspital zu groß gebaut hat. Mittlerweile, diese Reihe wird fortgesetzt. Mittlerweile macht sie das Königliche Observatorium in Belgium. Es ist ein bisschen, ist ein sehr guter Indikator nach wie vor. Aber natürlich, ich habe gesagt, es sitzt dort jemand, die Person macht eine Skizze, zeichnet es per Hand. Wir wissen, das funktioniert nur bei gutem Wetter. So, vielleicht hat die Person mal an einem Tag einen guten Tag und sieht auch einen kleinen Fleck. Vielleicht hat sie am nächsten Tag ein bisschen schlecht geschlafen, dann sieht sie den kleinen Fleck nicht. Das führt zu Fehlern und Schwankungen. Deswegen ist diese Nummer, sie wird fortgesetzt. Also in Belgien gibt es Leute, die jeden Tag das machen, aber wir haben heutzutage andere Parameter, die auf Satellitendaten basieren, die ein bisschen genauer sind. So, das zu Zürich. Zurück zur Sonnenkorona. Das ist ein Foto von der Sonnenkorona und da sehen wir sehr viel Struktur. Es ist viel mehr Struktur, als man vorher, wahrscheinlich Sie vorher gedacht haben, könnte man auf der Sonne sehen. Viel mehr Struktur, als wir in der Photosphäre sehen. Und was wir sehen, haben wir in verschiedene Kategorien eingeteilt. Wir haben eine Kategorie, dass wir hier, da in der Mitte zum Beispiel, haben wir so einen dunklen Fleck. Wir haben oben einen dunklen Fleck. Wir haben da noch einen dunklen Fleck und ein paar dunkle Flecken. Die nennen wir koronale Löcher. Das sind ebenfalls wieder Regionen, die kälter sind. Und weil sie kälter sind, sind sie schwärzer abgebildet. So, neben den dunkleren Regionen haben wir auch diese helleren Regionen, die sehr komplex sind hier.
Und diese Regionen sind sehr aktiv und wir sind nicht besonders kreativ in der Namensgebung. Sie können es sich vielleicht schon denken. Wir haben sie aktive Regionen genannt. Und das sind so die zwei Hauptmerkmale, die wir haben auf der Sonne, von den größeren Strukturen, die wir kennen. Alles andere, was Sie sehen, wir haben überall natürlich noch hier ganz viele kleine Strukturen und. Aber weil die ein bisschen ruhiger und langsamer sind und nicht so direkt ins Auge stechen, nennen wir den Rest die ruhige Sonne. Das sind die drei großen Strukturen, in die wir die Sonne unterteilen. So, dann nächster Punkt zur Sonne, das Magnetfeld der Sonne. Die Grafik links kennen Sie sicherlich alle vielleicht noch aus dem Schulbuch. Das ist das Magnetfeld der Erde. So, man kennt dieses Beispiel mit dem Stabmagneten. Da kommen die Magnetfeldlinien raus, gehen unten rein. Sieht ein bisschen mal so aus wie so ein Apfel. Sehr schön, sehr leicht zu verstehen. Hat jemand von Ihnen das Magnetfeld der Sonne im Schulbuch gehabt? Ich glaube nicht. Weil es auch nicht so einfach. Das Problem ist nämlich, dass das ungefähr so aussieht. Und das sieht nur an einem Tag so aus. Wenn ich Ihnen das vom nächsten Tag zeigen würde, sieht das schon wieder ganz anders aus. Und das liegt daran, die Erde ist ein fester Körper. Und innerhalb des festen Körpers ist ein Dynamo. Aber die Sonne an sich ist komplett nirgends fest. Sie besteht komplett aus Plasma. Und dieses Plasma ist wieder etwas, was selber ein Magnetfeld trägt und ein Magnetfeld erzeugen kann. Und dadurch, dass das quasi alles miteinander verwickelt und verwoben ist, ändert sich dieses Magnetfeld permanent. Und Sie sehen, dass überall hier aus diesen vorher, diesen aktiven Regionen, die ich angesprochen hatte, kommen Magnetfeldlinien raus, gehen da wieder rein. Wir haben überall, egal wo Sie hingucken, wir haben teilweise ganz kleine Magnetfeldlinien, die hier scheinbar aus dem Nichts kommen und wieder in das Nichts gehen. Und solche Magnetfeldlinien zu zeichnen für so ein Bild ist unglaublich schwierig und aufwendig. Das sind nur die einfachsten, offensichtlichsten Linien. Es gibt Programme und Supercomputer, die daran rechnen, das zu machen. Und das ist eine der Hauptprobleme auch nach wie vor für uns. Das Magnetfeld modellieren ist wirklich essentiell, weil die Sonne einfach ein sehr magnetischer Planet, Stern ist und deswegen für viele Sachen zuständig ist. So, was passiert mit diesen Magnetfeldern alles so? Die verändern sich. Wenn die sich verändern, verändert sich die Sonne. Dadurch kommt es zu Plasmaauswürfen. Wir sehen das hier. Das kann auf die Erde zuströmen. Wir haben gerade das Magnetfeld der Erde gesehen. Das wurde nach hinten gestreckt. Dann kann das Auswirkungen auf Satelliten haben. Es treibt durch das ganze Universum, wir sehen das nochmal, wie sich das Magnetfeld der Erde verformt, weil dieses Plasma selber eine Art Magnetfeld mittransportiert und es dadurch beeinflusst. Das sind jetzt alles keine echten Aufnahmen, sondern das sind alles Animationen. Und das schon Solar Orbiter, aber da werde ich später noch mehr zu erzählen. Also, was sind die Auswirkungen von solchen Events auf unsere Erde? Ich habe Ihnen diese Grafik mitgebracht von der ESA, die ich sehr schön finde, wo wir verschiedene Sachen sehen. Wir haben oben die Sonne, die einen koronalen Masseauswurf nennen wir das, das einen Auswurf vom Plasma haben. Und was passiert dann erstmal? Als erstes werden die obersten Schichten quasi getroffen, die Astronauten. Da sagen die meisten von Ihnen, ja gut, das betrifft mich jetzt eher nicht. Dann aber kommt es zu den Satelliten. Und Satelliten sind schon sehr gefährdet. Es passiert jedes Jahr, dass Dutzende Satelliten verloren gehen durch Sonnenaktivität. Das passiert dadurch, dass Kurzschlüsse stattfinden in der Elektronik, dass die Satelliten ihre Positionierung verlieren und dann sind die Satelliten für sie nutzlos. Und jeder von Ihnen, egal ob Sie mit dem Auto irgendwo hinfahren, Ihr GPS benutzen, ob Sie einen Anruf tätigen, ob Sie mit Ihrer Kreditkarte bezahlen, ob Sie, egal was Sie machen, Sie sind immer auf Satelliten angewiesen. So, und die Effekte, die das hätte, wenn viele von diesen Satelliten gleichzeitig ausfallen, können wir uns nicht vorstellen für eine moderne Gesellschaft. Dann als nächstes Flugzeuge. Flugzeuge sind bei ungefähr 10.000, 11.000 Metern Reisehöhe. Die Strahlenbelastung ist dort höher. Für den Durchschnittsmenschen von uns, der einmal im Jahr in Urlaub fliegt und zurück, ist das kein Problem. Für die Bordcrew, die jeden Tag dieser Belastung ausgesetzt ist, ist das so, wie wenn sie jeden Tag geröntgt würden. Und das wollen sie nicht. Was man deswegen macht, ist, dass die Airlines teilweise Alternativrouten fliegen, wenn sie wissen, wo eine besonders hohe Belastung aufgrund von Weltraumwetter gerade stattfindet. Bei der Airline wird man ihnen das nicht sagen, dass sie eine Alternativroute gerade fliegen, aber sie sehen das manchmal, dass sie kleine Schwenker fliegen in der Route, was deswegen sein kann. Nächster Punkt, Elektrizitätsnetze. Elektrizitätsnetze sind sehr gefährdet durch Kurzschlüsse. Und wenn Sie Sonnenstürme haben, können die so tief in die Atmosphäre runterdringen, dass Elektrizitätsnetzwerke angegriffen sind. Ein berühmtes Beispiel in 1989 Quebec. Quebec, eine Region in Kanada, die für mehrere Tage komplett keinen Strom hatte aufgrund eines Sonnensturmes.
So, heutzutage ist man ein bisschen besser vorbereitet technisch. Wir können leichte Disbalancen ausgleichen. Das machen Elektrizitätsnetzwerksbetreiber täglich. Aber gegen große Sonnenstürme kann es immer noch passieren, dass es zu Ausfällen kommt. So, und weiter gibt es ganz viele andere Sachen. Ich hatte GPS schon angesprochen. Das betrifft zum Beispiel Ölfirmen oder andere Bohrfirmen. Wenn sie irgendwas bohren wollen, kommt es auf Zentimeter, Millimeter Präzision an. Wenn ihre Präzision dann aufgrund von GPS-Ungenauigkeiten schwankt, können sie ihre Bohrung vergessen. Und das sind alles Beispiele, wo wir auf Sonnenwetter angewiesen sind, wo wir abhängig sind, wo wir es im Alltag nicht wissen. Und was sehr wichtig ist, dass wir es deswegen besser verstehen, dass wir uns besser schützen können und auch unsere Elektronik besser darauf vorbereiten können. So, da kommt genau Solar Orbiter zum Einsatz. Solar Orbiter ist eine Mission, die dazu dienen soll, die Sonne besser zu verstehen und bessere Vorhersagen für Weltraumwetter unter anderem zu machen. Solar Orbiter wurde initiiert von der Europäischen Raumfahrtbehörde, die ESA. Die ESA ist unabhängig von der EU, wie vielleicht viele von Ihnen nicht oder viele häufig nicht wissen. Deswegen ist die Schweiz auch Mitglied bei der ESA, genau wie Norwegen und das Vereinigte Königreich. Partner vom Solar Orbiter ist die NASA, die den Start der Rakete übernommen hat. Und die ESA ist eine sogenannte Mittelklasse-Mission. Also das hat zu tun mit dem Budget und der Planung. Mittelklasse im Budget heißt 1,5 Milliarden. Also zur Vorstellung. Aber Sie müssen wissen, das ist aufgeteilt über viele verschiedene Länder, Partner über Jahrzehnte. Die Größe von Solar Orbiter ist ungefähr die eines Kleinbusses, also so 2x3x2 Meter und ein Gewicht von 1,8 Tonnen. Also Sie können sich vorstellen wie ein Kleinbus. Missionsdauer sind ungefähr 10 Jahre. Das hängt davon ab, wie gut es dem Satelliten geht und wie lange wir Geld zur Verfügung haben. Wir hoffen natürlich, dass es mehr werden. Wozu hat man diesen Satelliten gebaut? Die Idee tatsächlich entstand schon Mitte der 90er. Da habe ich noch nicht an die Sonne, habe ich noch nicht dann geforscht. Und Sie müssen vorstellen, 1996 kam die Idee für diesen Satelliten. Das war genau der Zeitpunkt, als der Vorgänger quasi gestartet wurde. Und so lang ist die Planungszeit bis zu einem Start, sind über 20 Jahre. Das heißt, die Hälfte Ihrer Karriere geht nur in Planung, Entwicklung und Design von so einem Satelliten. Es ist unglaublich, wie viel Arbeit und Zeit darin steckt. Man hat damals 4 Ziele definiert. Ziel Nummer 1 war Sonnen, Wind und Plasma und Magnetfeld. Ziel Nummer 2 war der Einfluss von solaren Ausbrüchen auf die Erde, was ich gerade beschrieben hatte. Ziel Nummer 3 sind hochenergetische Teilchen. Das besprechen wir heute Abend nicht. Und Ziel Nummer 4 ist der Sonnendynamo. Der Sonnendynamo ist der Erzeuger des Magnetfeldes. Sie kennen das vom Fahrrad, der Erzeuger des Stroms. So, das waren die 4 Ziele, die man hatte. Und dann sagt man, gut, das sind die Ziele, dann brauchen wir Messinstrumente. Und dann kommen die Forscher und sagen, jede Gruppe sagt, ah, ich hätte gern das Messinstrument und ich hätte gern das und ich hätte gern das. Man hat sich dann auf 6 sogenannte Fernerkundungsinstrumente geeinigt. Fernerkundungsinstrumente sind, wie der Name sagt, quasi wie eine Art Kamera. Also ich kann von hier zum Beispiel Sie jetzt alle sehen, das könnte das Fernerkundungsinstrument auch. Es gibt Aufnahmen in Ultraviolett, Röntgen, sichtbarer Bereich, Spektralaufnahmen, was das alles ist, muss uns jetzt erstmal nicht genau interessieren. Ich werde später einige Beispiele zeigen. Dann gibt es sogenannte 4 In-Situ-Instrumente. Das sind Instrumente, die vor Ort, also da, wo der Satellit gerade ist, messen. Die Instrumente messen Teilchen, den Sonnenwind, das Magnetfeld und elektrische Felder. Die meisten der sogenannten Fernerkundungsinstrumente stecken hier vorne drin und die messen nach vorne raus. Die meisten der sogenannten In-Situ-Instrumente stecken hier hinten in diesem Instrumentenausleger drin. Das hat technische Gründe, weil man diese In-Situ-Instrumente möglichst vor dem Einfluss schützen möchte. So, und jetzt sind die Wissenschaftler gekommen und alle haben gesagt, ah, ich hätte gern das, ich hätte gern das und ich hätte gern das. Und dann gehen sie zu ihren Raumfahrtingenieurinnen und sagen, bauen Sie das mal bitte so. Und dann kommen die Raumfahrtingenieure und sagen, gut, erstens, wir können das nirgendwo kaufen, wir müssen alles neu entwickeln. Und bis Sie so ein Instrument entwickeln, dauert Jahre, weil Sie können nichts kaufen. Sie können nicht zu Digitec gehen und sagen, hey, ich hätte gerne eine Sonnenkamera und ich hätte gerne einen so ein Thermometer und so. Es ist leider nicht möglich und es wird, glaube ich, auch nie passieren. Und jedes Instrument basiert natürlich immer auf Vorerfahrungen und man optimiert vorherige Instrumente, setzt neue Technik ein. Aber alles zu testen ist auch wieder ein Prozess von Jahren. So, und was dann beim Solar Orbiter hinzukommt. Wir wollen natürlich möglichst nah ran an die Sonne. Wir sprechen da von der astronomischen Einheit. Das ist der Abstand zwischen der Sonne und der Erde. Und wir gehen auf ungefähr 1/4 ran. Also wir sind 4-mal so nah dran wie die Erde. So, und das heißt, Sie erreichen vorne an dem Solar Orbiter Temperaturen von 500 Grad. Aber hinten
haben sie minus 100 Grad. So, und jetzt stellen Sie vor, Sie haben gerade Ihre schöne Kamera entwickelt. Vorne stecken Sie die im Pizzaofen und hinten stecken Sie ihn in den Gefrierschrank. Also, wenn Sie das mit Ihrem Handy oder Ihrer Digitalkamera probieren, ich übernehme keine Garantie. Also, was macht man? Man baut vorne ein sogenanntes Hitzeschild hin. Dieses Hitzeschild ist genau das, was es, der Name sagt, ist dazu da, um die Hitze abzuhalten. Dann versteckt man dahinter all seine Instrumente und hofft, dass die es überleben. So, aber jetzt habe ich gerade gesagt, ich habe eine Kamera und ich baue da ein Schild vor. Also, was muss ich wieder machen? Ich muss Löcher in dieses Schild machen, damit meine Kamera wieder rausgucken kann. Sie sehen, es ist ingenieurstechnisch nicht so einfach. Ich möchte noch ein bisschen auf das Hitzeschild eingehen, weil das wirklich meiner Meinung nach die größte Ingenieursleistung der Mission ist. So sieht das Hitzeschild vorne aus. Das ist dieses schwarze Schild. Wir haben hier diese Löcher drin. Es gibt verschiedene Anforderungen, die man haben möchte. Zum Beispiel möchte man, dass es möglichst konsistent in seiner Farbe ist. Weil wenn Sie zum Beispiel rückreflektierende Photonen haben, möchten Sie, dass das immer gleich ist. Sie möchten nicht plötzlich einen anderen Hintergrund haben. Sie kennen das aus dem Fotostudio zum Beispiel. Dort ändert man auch nicht ständig den Hintergrund. So, dann möchte man, dass es elektrisch leitend ist. Das hat einfach damit zu tun, dass wie keine Kurzschlüsse drin passieren, dass sich also eine Spannung aufbaut. Sie kennen das, wenn man mit so Gummischuhen über einen Teppich läuft, baut sich eine Spannung auf und plötzlich entlädt die sich. Genau das möchte man nicht haben. Dann das nächste ist, dass man kein Ausgasen haben möchte. Das ist der Effekt, wenn es zu heiß wird, dass quasi Teilchen dort rausfliegen und so ein Gas entsteht, was sich dann um den Satelliten sammelt. Das möchte man auch nicht haben. So, und wenn Sie all das sagen und wieder zu den Ingenieuren sagen, das hätte ich gern, sagen die, ja, gibt's nicht. Also haben die ein neues Material entwickelt. Und das Spannende ist jetzt, man wird jetzt nicht drauf kommen, als ich das erste Mal gehört habe, bin ich auch nicht drauf kommen. Das ist eine Firma, die ursprünglich Bioprodukte, also für biomechanische Angelegenheiten, entwickelt hat. Und zwar haben sie verbranntes Tierknochenmaterial genutzt, um die Schild zu bauen. Teilweise eine Mischung aus Titan und verbrannten Tierknochen. Und dieses Material ist eine Neuentwicklung, die nur für diese Mission entwickelt wurde. Die Firma hat sich das patentieren lassen. Es gibt jetzt schon ganz viele Anfragen, weil dieses Material halt so besondere Eigenschaften hat. Man hat ihnen dann den Namen Solar Black gegeben. Und das ist eine der Sachen, die ich finde, was immer wichtig ist bei der Forschung, was man dann wieder zurückgibt. Und dieses Material ist definitiv etwas, was man der Forschung aus der Forschung wieder der Allgemeinheit zurückgibt. Sie kennen das, Solarzellen zum Beispiel sind auch etwas, was aus der Astrophysik kommt. Heutzutage sind sie nicht mehr wegzudenken. Hätte Ihnen damals jemand gesagt, so irgend so ein Astrophysik-Weltraumteil, das werden wir in 10, 20 Jahren alle auf der Erde brauchen, hätte Ihnen auch niemand geglaubt. So, was hat die Schweiz zu dem Solar Orbiter gebaut? Insgesamt war man an 3 Projekten beteiligt. Zum einen hat die Fachhochschule Nordwestschweiz ein eigenes Instrument, das Röntgenteleskop. Und dann haben wir vom Observatorium in Davos für 2 Instrumente was beigetragen. Einmal den Extreme Ultraviolet Imager nennt er sich. Da haben wir diese optische Bank quasi, wo später alles draufgebaut wird, gebaut. Und für ein zweites Instrument haben wir die Niederspannungsquelle gebaut. Sie sehen schon, ich sage Teile gebaut, Leitung übernommen. Dieses ganze Projekt ist ein riesen europäisches Projekt. Niemand kann so einen Satelliten alleine bauen. Sie haben immer verschiedene Forschungsinstitute, die einzelne Sachen bauen und auch unser Forschungsinstitut kann nicht alles alleine bauen. Wir haben zum Beispiel nicht die Kapazitäten gehabt, einige Sachen auszugasen, wie wir sagen. Das muss dann bei der RUAG oder bei Airbus gemacht werden. Das ist immer eine Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie von allen verschiedenen Ländern. Ich möchte Ihnen kurz ein Instrument ein bisschen näher vorstellen, weil ich das, keine Sorge, das ist die technischste Folie von allen, weil ich da später noch ein paar Daten von zeigen werde. Das ist der sogenannte Extreme Ultraviolet Imager. Der macht Ihnen Bilder im extrem ultravioletten Licht. Extrem ultraviolettes Licht ist ein Licht, was wir mit dem Auge nicht sehen. Deswegen sind alle Bilder auch später in den sogenannten Falschfarben. Also dieses Teleskop sind eigentlich 2 Teleskope. Wir sehen das hier vorne, da. Und eins ist ein sogenannter High-Resolution-Imager. Der macht sehr hochauflösende Bilder. Und der zweite ist ein sogenannter Full-Sun-Imager. Also der nimmt Ihnen die ganze Sonne auf. Damit haben Sie den Vorteil, Sie können einmal die ganze Sonne sehen und Sie können auch ganz kleine Details in einem bestimmten Bereich sehen. Wir machen das in 2 verschiedenen Wellenlängen für die Profis von Ihnen. Einmal die Lyman Alpha und nochmal Extreme Ultraviolet. Und das ist meiner Meinung nach die beste je entwickelte Sonnenkamera, weil wir die höchste Auflösung haben. Wir haben die höchste Aufnahmen pro Sekunde. Und Sie werden auch später die besten Bilder der Sonne sehen. Ich verspreche es Ihnen. Also, wir haben jetzt den Solar Orbiter fertig gebaut. Es sind schon viele Jahre ins Land gegangen.
So eine Mission muss dann immer durch viele Tests gehen. Es gibt verschiedene Vibrationstests, es gibt Hitzetests. Man versucht natürlich alles so gut wie möglich vorher an die Bedingungen im Weltall zu testen. Wenn Sie das gemacht haben, gehen Sie zu Ihrer Rakete. Im Fall von Solar Orbiter ist das eine Atlas V Rakete. Das ist eine amerikanische Rakete, die von Lockheed Martin entwickelt wurde. Lockheed Martin, ein Verteidigungs- und Raumfahrtsunternehmen. Die haben eine sogenannte United Launch Allianz mit Boeing zusammen und die geben Ihnen dann diese Rakete. Die Rakete hat den Vorteil, dass sie einen modularen Aufbau hat. Also wir sehen hier unten dieser Bereich, das ist die unterste Stufe. Dann haben wir in der Mitte hier die oberste, die Hauptstufe. Und dann haben wir hier oben die Nutzlast drin. Und da ist dann der Solar Orbiter drin, in dieser kleinen Kapsel. Wir haben tatsächlich Gebrauch gemacht von einer sehr kleinen Konfiguration. Das nennt sich 411. Das heißt einfach nur, dass wir hier unten, wo wir jetzt zwei von diesen Antriebsboostern sehen, hatten wir nur einen. Wir hatten hier einen Antrieb und 4 steht dafür, dass wir hier 4 Meter in der Kammer haben. Da finde ich ein interessanter Fakt. Für diese 4-Meter-Kammer gibt es eine Alternative, die 5-Meter-Kammer. Und die 5-Meter-Kammer ist eines der wenigen Bauteile, was nicht in der USA hergestellt wird, sondern teilweise auch von der RUAG in der Schweiz. Diese Rakete wird hauptsächlich vom US-Militär und der NASA genutzt und wurde auch für den Solar Orbiter genutzt. Warum man diese Rakete nutzt, sie ist sehr teuer, deswegen nutzen sie auch nur das US-Militär und die NASA selber, weil sie sich nicht für kommerzielle Sachen nutzen lässt. Aber sie ist sehr erfolgreich. Sie hatte bisher 97 Starts, 96 Erfolge und einen Teilerfolg. So, und wenn Sie 20 Jahre an Ihrem Satelliten gebaut haben, dann wollen Sie diese Erfolgsrate. Dann wollen Sie nicht eine mit 80% und auch nicht mit 90%. Dann wollen Sie die bestmöglichste. Und dann interessiert Sie auch nicht bei 1,5 Milliarden, ob der Raketenstart 100 Millionen mehr oder weniger kostet. Und dann kommt zum Start. Der Start war in Cape Canaveral. Oh, ich kann auch Ton ausmachen. Start war in Cape Canaveral, 10. Februar 2020. Und hier sehen wir das nochmal, wie der Solar Orbiter auf diese Hauptstufe gesetzt wird, auf das Verbindungsstück. Da kommt oben diese Kammer drum, wo er dann drin verschwindet. Hier haben ihn die Menschheit das letzte Mal mit Augen gesehen. Da wird er zugebaut. Dann wird er auf die Startfeld gefahren. Das ist dann die Hauptstufe. Ja, das ist ein Ingenieur. da baut man dann die Rakete auf. Und da ist dann der finale Zusammenbau in diesen hohen Türmen. Da wird sie dann auf die Startrampe gefahren, auf so einem kleinen Zug. Und da findet dann der Start statt. Vor mehr als 2,5 Jahren jetzt. Und glauben Sie mir, die Leute, die ja 20 Jahre dran gearbeitet haben, die haben in dem Moment gezittert und gebibbert. Da sind einige sehr gläubig geworden. Also, der Start, aber Gott sei Dank, sehr erfolgreich verlaufen. Ich werde später Ihnen noch zeigen, was nach dem Start passiert ist. Das sind halt jetzt alles echte Aufnahmen. Wir sehen auch gleich, wie sich die erste Stufe, wie die abgestoßen wird. Hier sehen wir noch ein bisschen Trockeneis, was außen dran ist von der Kühlung vom Treibstoff. Das ist eine Onboard-Kamera an der Rakete. Also wir sehen jetzt aus dem Flug der Rakete. Später sehen wir dann gleich, wie unten die erste Stufe abgeschmissen wird. Genau, hier sieht man es jetzt dann gleich. Genau, das ist noch die ganze Stufe dann. Sie sehen diese unglaublichen Strahl, der da hinten rauskommt. Und das war der Start. Genau, da teilt sich jetzt dann die Stufe ab, die fällt zurück und jetzt geht nur noch die Hauptstufe weiter. So, was passiert danach? Erstmal freuen sich alle, dass es soweit ganz gut geklappt hat. Dann ist diese Hauptstufe, da trennt sich dann der Satellit ab. Und wir sehen, ist noch sehr nah an der Erde dran. Und das reicht auch, weil wir müssen ja nur das schwere Feld der Erde, die Gravitation der Erde verlassen. Wir müssen danach, bewegt der Satellit sich auf seinem eigenen Orbit. Wir müssen nicht noch groß irgendwie rumfliegen, sondern wenn er quasi einmal die Erde verlassen hat, ist das wie eine angestoßene Billardkugel, die einfach weiter fliegt und fliegt und fliegt. Und das reicht uns. Was wir hier sehen, ist das Europäische Kontrollzentrum in Darmstadt, wo die ganzen Herren und Damen das überwachen. Da kommt dann Launch Successful. Genau, und das sind diese klassischen Bilder, die man kennt aus diesen Kontrollzentren mit vielen Bildschirmen. So, das sind jetzt Aufnahmen gewesen. Jetzt gucken wir uns kurz eine Animation an, wie es weitergeht. Aha.
Genau, und das ist nochmal hier der Start auf der Rakete, wie es aussieht, wenn man es perfekt sehen würde. Da teilt, ist dann diese Hauptschufa abgeteilt worden, oben teilt sich die Kammer auf. Wir sind nur noch quasi auf dem kleinen Reiterchen. Und da wird dann schon der Satellit quasi alleine losgelassen und von da aus fliegt er dann alleine weiter. Der Satellit hat dann nur noch ganz kleine Triebwerke an Bord, die nur noch für kleine Kurskorrekturen zuständig sind, weil die Bahn ist schon so vorausberechnet, dass die halt für immer weitergeht. Was man schnell macht, ist, dass man die Solarmodule ausfaltet, um den Satelliten wieder mit Strom zu versorgen. Und was dann passiert, ist die sogenannte Commission-Phase. Also dann wird quasi der Satellit getestet und hochgefahren. Und hochfahren dürfen Sie sich bitte nicht vorstellen wie beim Computer, wo Sie einfach den Knopf anmachen und 30 Sekunden später können Sie den Computer bedienen. Beim Solar Orbiter hat das ungefähr 1,5 Jahre gedauert. Weil wenn Sie einen Computer oder ein Smartphone hochfahren, dann haben das Leute auf der Erde schon 1000 Mal getestet und das Smartphone, was Sie haben, wurde schon von 1000 anderen Leuten benutzt und wurde unter den Bedingungen, wo es gebaut wurde, wird es auch benutzt. Bei so einem Satelliten können Sie, wenn Sie den quasi einmal den Knopf anmachen würden, ist die Gefahr einfach zu groß, dass irgendwas schief geht. Weil Sie wissen nicht, hat mein Satellit den Start überstanden überhaupt? Sind alle Instrumente richtig noch an der Stelle, wo sie sein sollten? Hat sich vielleicht irgendwas gelöst? Und, und. Wenn der Satellit dann weiterfliegt, macht er verschiedene Manöver. Wir sehen hier übrigens, diese drei langen Antennen sind für Kommunikation da. Das hier ist für die Datenübertragung da, die große. Und er macht verschiedene Manöver, wo er an der Erde vorbeifliegt, einmal und mehrfach an der Venus. Ich werde Ihnen gleich zeigen, warum wir das machen. Wir haben nämlich so eine Flugbahn hier, das ist die Flugbahn von Solar Orbiter. Und wie Sie sehen, geht der Satellit aus der sogenannten Ekliptik raus, also er stellt sich später schief. Und das machen wir jedes Mal, wenn wir an der Venus vorbeifliegen, stellen wir uns 1-2 Grad schiefer. Und wir machen das mit dem Ziel, dass wir auf die Sonne irgendwann drauf gucken können. Auf die Pole von unten und oben. Und das ist recht schwierig. Wir haben das noch nie gesehen. Wir wissen nicht, wie die Pole der Sonne aussehen. Und das mit einer der Hauptpunkte von Solar Orbiter, dass wir diese Pole sehen wollen, indem wir diese Gravitationsmanöver machen, wo wir an der Venus vorbeifliegen. So, Ziel, wie gesagt, 1/4 Abstand Sonne-Erde. Die Mission soll bis ungefähr 2030 laufen. Je nachdem, wie viel Geld da ist, hoffentlich auch länger. Die Bahn insgesamt ist eine sogenannte elliptische Bahn. Wir sehen das hier. Wir haben insgesamt Merkur, Venus und da die Erde. Insgesamt bewegt er sich immer so innerhalb der Bahn zwischen Merkur und Venus und tangiert dann immer so leicht die Venus, wo er sich nochmal so einen kleinen Schub holt, um nochmal ein bisschen weiter rausgekickt zu werden. Am Ende wollen wir zwischen 24 und 33 Grad geneigt sein. Also nicht besonders viel, aber es reicht schon, um auf die Sonne oben drauf zu gucken. Ein Problem, was wir haben, ist, dass er oft hinter der Sonne ist natürlich, weil er nicht mit der Erde mitfliegt, sondern seinen ganz eigenen Orbit hat. So, und wenn so ein Satellit hinter der Erde ist, können wir nicht mit ihm kommunizieren, was ein großes Problem ist. Dann müssen Sie natürlich ihm vorher schon sagen, was er machen soll und möglichst hoffen, dass alles gut geht. Dann ist der Satellit losgeflogen und als erstes die erste wissenschaftliche Aufgabe, die er hatte, bevor er überhaupt einsatzbereit war, da ist er durch einen Kometenschweif geflogen. Und das ist der Komet C2009Y, falls Sie den kennen. Das Problem war nur, 2 Wochen bevor wir durch diesen Kometen durchfliegen wollten, ist er zerbrochen. So, und Sie hatten vorher einen massiven Block und nachher haben Sie ganz viele kleine Trümmer. Und Sie wollen Ihren Satelliten nicht durch ein Trümmerfeld schicken. Wir sind nur durch den Schweif geflogen, also das, was hinten ist. Zum Glück ist alles gut gegangen. Das war vor der offiziellen Wissenschaftsphase, also bevor wir offizielle Daten gemessen haben. Aber es wurden trotzdem schon diese In-Situ-Instrumente, die vor Ort messen, eingesetzt und kurz getestet. Das heißt, wir haben da schon den ersten Rekord gebrochen. Und zwar ist das die nächste Messung eines Kometens an der Sonne, die wir je gemacht haben. Und einer der ganz wenigen Durchflüge durch einen Kometenschweif. Mittlerweile gibt es schon einen zweiten Kometenschweif. Das ist halt für Forscher, die gar keine Sonnenforscher sind, plötzlich hochinteressant, weil Kometenforschung ein sehr großer Bereich der Astrophysik auch ist. Dann kurz darauf hatten wir eine sogenannte Multipoint-Beobachtung. Eine Multipoint-Beobachtung ist einfach, wenn Sie von verschiedenen Punkten ein Event beobachten. Und dadurch, dass wir jetzt viel mehr Satelliten im Umlauf haben, wir haben hier Solar Orbiter, hier haben wir ein Stereo, heißt der, wir haben hier noch einen Satelliten. Und dann konnten wir so einen koronalen Massenauswurf von vielen verschiedenen Perspektiven beobachten. Und Sie kennen das alle, wenn Sie ein Gebäude nur von einer Seite fotografieren zum Beispiel, dann wissen Sie nicht, was auf der Rückseite ist. Sie können nur einen Teil darstellen. Sie wissen, vielleicht ist es nach hinten viel, viel länger und Sie sehen das nicht.
durch diese Multipoint-Beobachtung bekommen wir ein viel besseres dreidimensionales Bild, können viel mehr Aspekte von so einem Event verstehen. So, und dann fliegt der Satellit, wir schalten langsam nach und nach alle Instrumente an. Alle Instrumente haben es auch toi 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 gut überstanden. Und dann kamen die ersten Daten und so schauen die ersten Daten aus. Das sind verschiedene Instrumente, die wir jetzt sehen. In der obersten Reihe haben wir extrem ultraviolettes Licht. Das ist die Sonnenkorona. Sie erinnern sich, viele Millionen Grad, die Sie da sehen. Links haben wir das Magnetfeld der Sonne. Wir haben hier so dunkle Flecken und braune Flecken. Das sind Nord- und Südpole. Daraus können Sie dann, wenn Sie das Bild sehen, können Sie Ihre Magnetfeldlinien ziehen, die wir vorher bei der Erde so schön oben rein und raus, können Sie hier wieder ganz komplex ziehen. Das noch verschiedene andere Aufnahmen. Das hier ist eine Zwischenzone, die ich jetzt nicht groß erwähnt hatte. Wir haben hier noch sichtbares Licht. Das sind sogenannte Bewegungen von der Sonne, was Sie einfach hier sehen. Rot geht von Ihnen weg, Blau kommt zu Ihnen hin. Was Sie hauptsächlich hier sehen, ist die Drehung der Sonne. Also alles Blau kommt auf Sie zu, das ist die linke Seite, das rechte geht weg. So, das sind alles Aufnahmen der ganzen Sonnenscheibe. Die sind ähnlich schon in der gleichen von anderen Instrumenten da. Was wir vorher nicht hatten, sind die hochauflösenden Aufnahmen. So, und als die ersten hochauflösenden Aufnahmen während der Kalibrierungsphase genommen sind, haben die schon zu zig neuen Ergebnissen geführt. Und so schauen die ersten Aufnahmen der Qualität ist gar nicht so hoch wie bei mir, okay? Ich weiß nicht, aber Sie sehen das. Wir sehen überall ganz viele kleine so Lichtblitze. Da war einer. Überall sehen Sie ganz viele kleine Fackeln, Blitze aufleuchten. Und das haben wir vorhin nie gesehen in dieser Detailreichheit. Und dieses Fackeln aufleuchten, das hätten wir vorher nie sehen können, weil die Instrumente vorher nie gut waren. Und ich sage jetzt klein, aber Sie sehen hier unten diesen Kreis, das ist ungefähr die Größe der Erde. Aber für Sonnenphysiker sind das kleine Blitze. Also ein Blitz ist dann vielleicht so groß wie Europa oder so. Also. Und Sie sehen das, egal wo Sie hingucken, Sie sehen sie überall. Da sehen Sie welche, da sehen Sie welche, da. Und das war eins der größten Erkenntnisse, die wir seit sofort hatten. Es ging sofort durch alle Medien und sie bekam den Namen sogenannte Campfire. Campfire, Lagerfeuer. Wir in der Wissenschaftsgemeinschaft finden das nicht so gut, diesen Begriff. Das ist einfach ein Begriff, den die Medien geprägt haben. Wir nennen die extrem ultraviolettes Leuchten oder Brightenings. Sie sind überall und ständig vorhanden. Sie sind sehr kurzlebig, 10 bis 200 Sekunden ungefähr. Und jetzt stellen Sie sich vor, innerhalb von 10 bis 200 Sekunden leuchtet ganz Europa und wird wieder dunkel. Länge 400 bis 4000 Kilometer, Temperatur 1 Million Grad. So, wenn wir jetzt ganz viele von diesen kleinen Blitzen haben, ist die Frage, vielleicht haben ganz viele kleine Blitze auch einen großen Einfluss. Das ist aktuelles Thema der Forschung, wir wissen es noch nicht. Der Vergleich zur vorherigen Mission zeigt, dass wir hier haben, oben ist Solar Orbiter, unten haben wir eine vorherige Mission. Sie sehen plötzlich viel mehr Detail in dieser Struktur, wo Sie unten nur so einen unaufgelösten Punkt haben. In Zahlen sind das, ein Pixel heute sind 120 Kilometer, früher war ein Pixel 800 Kilometer. Also ungefähr ein Faktor 7 besser. Wir machen mehr Bilder pro Sekunde. Heute brauchen wir 3 Sekunden pro Bild. Vorher brauchten wir 12 Sekunden. Also bis zu 4-mal mehr Bilder. Und das ist halt besonders relevant für diese kleinen und schnellen Strukturen. Das heißt, wir sehen sie viel schneller und viel hochauflösender. Und das ist definitiv meiner Meinung nach der größte Vorteil von Solar Orbiter. Einfach dadurch, dass wir so nah an der Sonne dran sind, dass wir diese hochauflösenden Bilder haben, sehen wir einfach Sachen, die wir vorher nicht sehen konnten. Dann hatten wir die erste sogenannte Aufnahme einer Protuberanz. Das ist ein Plasmabogen. Sie sehen das hier. Der Plasmabogen geht über die Scheibe der Sonne hinaus. Das Plasma wird durch das Magnetfeld dort hinausgetrieben und erreicht von der Photosphäre, also der sichtbaren Schicht, bis zur Corona. Dieser Plasmabogen, diese Protuberanz war auch mit einem Ausbruch, also mit dem Rauswurf von Materie verbunden. Und dieser Rauswurf dauert ungefähr 3 Stunden. Wir haben das auch mal hier in einem Video. Sie sehen das hier, wie es dann rausgeschossen wird. Das ist ein anderes Instrument, was den auch beobachtet hat. Der Nachteil bei diesem Instrument ist einfach, dass wir hier die Sonne nicht drauf haben. Das ist einer von diesen sogenannten Koronographen, wo wir die Sonne verdecken, damit wir das andere besser sehen können. Das brauchen wir bei Solar Orbiter nicht, sondern das Instrument ist so gut, dass wir es auch sehen können mit der Sonne, was uns natürlich viel mehr Informationen gibt, weil wir dann noch sehen, was auf der Sonne passiert überhaupt, was diesen Auswurf erzeugt. So, dann ein weiteres Phänomen, was wir oft beobachten, sind sogenannte Solar Flares. Solar Flares sind Lichtblitze, also solare Fackeln, könnte man auch dazu sagen.
Was passiert ist, dass Magnetfeldlinien sich treffen. Diese Magnetfeldlinien gruppieren sich neu. Wir nennen das magnetische Rekonnektion. Wenn das passiert, wird sehr viel Energie frei und es wird Plasma nach oben geschickt. Und hier in diesem Bereich, wo sich das Magnetfeld neu strukturiert, treten dann diese Blitze auf. Und dann kommt es auch zu einem Auswurf hier. Das sind auch Effekte, die wir recht regelmäßig sehen, die wir vorher schon kannten. Aber das Problem, was Sie haben, wenn Sie einen Lichtblitz haben, Sie kennen das oft, wenn Sie etwas zu helles mit Ihrem Foto, wenn Sie etwas zu helles fotografieren, dann ist sehr schnell überbelichtet die Aufnahme. Und wenn Sie einen Blitz fotografieren, dann ist es auch noch schneller überbelichtet. Vorteil von Solar Orbiter ist einfach, dass die Kamera ein bisschen besser ist sozusagen und wir noch bessere Aufnahmen jetzt davon machen können. Man hat so einen Flair beobachtet. So sieht das dann aus, wenn man das fotografiert. Und selbst da haben wir eine sogenannte Sättigung. Also, dass alle ihre Pixel in der Mitte zu hell beleuchtet wurden. Das war halt der erste Flair, den wir hatten. Dazu kommt, dass dieser Flair auch perfekt mit Röntgenstrahlen, mit dem Stix-Instrument, was von der Fachhochschule Nordwestschweiz kam, beobachtet wurde. Wir sehen diese Röntgenstrahlen hier als rote und blaue Punkte, die wir da haben. Die Röntgenstrahlen sind schwieriger darzustellen. Die können wir nicht als, so leicht als Bilder darstellen. Deswegen nur diese Linien. Aber Röntgenstrahlen, wissen Sie wahrscheinlich, sind noch energiereicher als das extrem ultraviolette Licht und sind halt noch mit viel mehr Energie verbunden. So, dann nochmal eine Kombination hier von einem Flair, einem sogenannten dieser Lichtblitz mit einem koronalen Massenauswurf. Da sehen wir dann mal, wie groß das später wirklich wird. Also wir hatten hier diesen Flair. Sie sehen da, wie das erste Mal Plasma rausgeschossen wurde. Hier sehen Sie es. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter raus und dann sehen Sie, wie groß es wirklich wird. Also ein Vielfaches des Sonnenradius, wo dieses Plasma rausgeschossen wird. Und es ist ein kleiner Lichtblitz, den Sie auf der Sonne sehen. Aber wenn Sie das richtige Instrument haben, sehen Sie, dass es Dutzende Sonnenradien rausgeschossen wird. Und das ist genau das, was dann auf uns zugeströmt kann kommen. Da haben wir natürlich Glück. Hier ist es zur linken Seite rausgegangen, also nicht auf uns zu. Wäre er jetzt hier vorne drauf und auf uns zugerichtet, dann hätten wir ihn genau abgekriegt. Und das ist halt das, wo es gefährlich werden kann für uns, weswegen da viel Forschung dran betrieben wird. Eine nächste Aufnahme, die mir sehr gefällt, ist eine Aufnahme des Südpols der Sonne. Wir haben wieder hier die Erde zum Größenvergleich. Und was Sie hier sehen, sind sogenannte Jets. Sie sehen das manchmal so kleine, dünne, so Plasmastrahlen, die so gebündelt sind. Wir sehen das Video jetzt nochmal. Das sind sehr dünne Plasmastrahlen, die so ein bisschen so aussehen wie so ein Türmchen oder ein Dreieck. Hier unten, wenn Sie da gucken, sehen Sie das immer wieder da. Zum Beispiel war einer sehr schön jetzt gerade zu sehen. Das sind Plasmastrahlen, wir nennen die Jets. Die sind ungefähr 20 Minuten leben die. Und wir sehen die auch immer auf der Sonne. Die waren vorher schon bekannt. Aber mit Solar Orbiter haben wir einfach die Möglichkeit, jetzt sie alle 3 Sekunden zu sehen in der besten Auflösung. Was halt viel mehr Detailreichtum bringt, was wir vorher nie hatten. Die Länge von so einem Jet sind ungefähr 10.000 Kilometer. Also etwas größer ungefähr als der Erddurchmesser. Ne? Gut. Und dann habe ich noch ein recht neues Phänomen. Wussten Sie schon, dass Igel auf der Sonne leben? Wir haben hier den sogenannten Sonnenigel. Sie sehen diese Struktur hier unten, die so ganz viele kleine Zacken und Dornen hat. Das ist zum Beispiel eine Struktur, die wir vorhin noch nie gesehen haben, weil wir das vorhin noch nie so hochauflösend gesehen haben. Und bevor Sie jetzt fragen, was ist das, woher kommt das? Ich kann es Ihnen leider nicht sagen, es kann Ihnen niemand sagen, weil wir das vorhin noch nie gesehen haben. Das sind so neue Aufnahmen, das sind einfach Sachen, was Sie vorhin nie gesehen haben, können Sie auch nicht erklären. Und Sie sehen das schon, ich habe Ihnen jetzt ganz viele verschiedene Aufnahmen gezeigt von neuen Phänomenen, wo ich gesagt habe, ja, das ist neu, wir wissen es noch nicht. Wir sind seit einem halben Jahr erst in der Wissenschaftsphase von dem Satelliten. Also seit einem halben Jahr machen wir wirklich erst Forschungsdaten, die wir produzieren. Und wir haben schon so viele Phänomene und Aufnahmen gemacht von Sachen, die wir vorher nicht kannten, weil wir einfach zu blind waren. Wir haben noch viel Hoffnung, dass es weitergeht. Wir waren jetzt kürzlich, also hier, Sie sehen das September diesen Jahres und Oktober, waren wir in einer neuen Phase, wo wir der Sonne immer näher gekommen sind. Wir sehen das jetzt gleich, die Sonne wird immer größer. Und schauen Sie einfach, genießen Sie das, schauen Sie mal, wie viele verschiedene kleine Strukturen hier sind, die mir wieder aufleuchten, blitzen. Und viele von den Strukturen kommen immer wieder neu, einige werden kleiner, größer, neue Strukturen.
es werden noch sehr viele neue Sachen entdeckt werden, da bin ich mir sicher. Das sind jetzt die nächsten neuen Daten, auf die alle warten, die jetzt von dieser Zeit September, Oktober, November kommen, weil das der sogenannte Perihelion ist, wo wir quasi nochmal besonders nah an die Sonne rankommen. Und ich bin mir sicher, dass wir noch viele neue Forschungsergebnisse daraus kriegen werden. Das war es erstmal von den aktuellen Forschungsergebnissen. Sie sehen das, wir sind jetzt hier im November. Falls Sie auch Sonnenforscher werden wollen, Sie sind herzlich eingeladen, die Daten zu nutzen. Tun Sie ihm bitte nur einen Gefallen. Beobachten Sie die Sonne nie selber. Vielen Dank. Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Die unglaublich frischen neuen Daten, die nach Ihrer Interpretation harren. Inwiefern ist jetzt Ihre Gruppe, die Gruppe von Lisa Herra, hier in dieser Analyse mit dabei? Oder wie sieht das aus? Wie sieht die Forschungscommunity aus, die jetzt diese Daten bearbeitet? Ja. Wie Sie sicherlich bemerkt haben, ich habe mich hauptsächlich auf diese Daten fokussiert, die diesen gelblichen Bildgebenden von diesem Extreme Ultraviolet Imager darstellen. Ich bin selber Teil von dem Team, was an diesem Instrument arbeitet. Das ist ein ESA-Team, was sich nur mit diesem Instrument beschäftigt. Ich bin im Bereich der Forschung und Auswertung für diese Daten zuständig. Die Gruppe sitzt hauptsächlich in Belgien, in Brüssel. Dort ist die Leitung, aber es sind Leute aus ganz Europa daran, die arbeiten. Bei uns von der ETH und aus Davos sind wir zu viert, die daran arbeiten. Jeder hat ein bisschen unterschiedlichen Forschungsschwerpunkt natürlich. Ich beschäftige mich aber auch mit den sehr kleinen Strukturen. Ein bisschen anderes Phänomen, was jetzt hier nicht dabei ist bei den Daten bisher, was ich Ihnen nicht zeigen darf, weil es leider noch nicht veröffentlicht ist, noch unter Geheimhaltung sozusagen. Aber da sind wir sehr involviert und das liegt einfach dran, weil wir halt Teil von dieser ESA-Gruppe sind und deswegen Zugriff auf Daten haben, die auch noch nicht veröffentlicht sind. Besten Dank. Gibt es weitere Fragen? Also, Sie sehen das hier. Wir haben jetzt schon fünfmal, sind wir ganz rum. Ich habe Ihnen gesagt, vor 2,5 Jahren sind wir gestartet. Und das heißt, wir brauchen ungefähr 1,5 Jahr für einen Umlauf. Deswegen haben wir auch pro Jahr 2 genannte von diesen Perihelions, wo wir besonders nah an der Sonne sind, wo wir die besten Daten dann messen können. Darf ich vielleicht noch schnell anschließen? Also wir sehen unterschiedliche Perihele auf den einzelnen Bahnen eigentlich. Kommen wir noch näher? Oder ist diese 0,28 astronomischen Einheiten etwa das Minimum, das Sie erreichen? 0,28 ist das Gesamtminimum der Mission. Wir waren jetzt bei 0,33 ungefähr. Also wir sind noch nicht ganz am nächsten Punkt, aber viel näher kommen wir nicht mehr. Das hat einfach damit zu tun, dass irgendwann technisch nicht mehr möglich gewesen wäre, weil je näher Sie drangehen, wir sind jetzt bei diesen 0,28 sind wir beim 13-fachen der Wärmeeinstrahlung, die wir hier auf der Erde haben. Und zu sehr können Sie Ihre Ingenieure dann auch nicht ärgern. Also es gibt einen recht großen Speicher an Bord. Und der Vorteil ist natürlich, wenn wir wieder an einem Bereich sind, wo wir der Erde recht nah sind, können wir sehr viel mehr Daten runterladen. Daten verwerfen mussten wir bisher zum Glück noch nicht. Aber das einfach aufgrund dessen, dass wir nicht die ganze Zeit alles durchmessen können. Also von diesen hochauflösenden Aufnahmen machen wir normalerweise maximal 1 Stunde am Stück. Weil sonst ist quasi Ihr Speicher schon voll. Und dann machen wir 1 Stunde davon mit vorher vordefinierten Zielen. Da gibt es internationale Abstimmungen, dass möglichst dann alle Satelliten, die ähnliche Aufnahmen machen können, den gleichen Bereich fokussieren. Und dann nehmen wir 1 Stunde mit voller Power auf. Und dann versuchen wir erstmal die Daten runterzuholen. Sehr guter Punkt. Sie haben absolut recht. Ja, das ist es. Ursprünglich wollte man das Wärmeschild auch weiß machen. Und wenn Sie sich die ersten Designentwürfe von der Mission angucken, da ist der Satellit komplett weiß. Jetzt ist er komplett schwarz. Warum? Das liegt mit dem ersten Punkt zusammen. Man wollte möglichst konsistent sein des Wärmeschildes. Das Problem ist, wenn Sie ein komplett weißes Schild machen, Sie kennen das, wenn Sie mit komplett weißen Schuhen und komplett weißer Hose rausgehen und nach Hause kommen, dann ist das nicht mehr komplett weiß. Und wenn Sie das über 10 Jahre machen, Ihren Satelliten
10 Jahre im All haben, dann ist ihr Schild auch nicht mehr komplett weiß. Und deswegen hat man sich für schwarz entschieden. Aber an sich wäre weiß besser gewesen. Und das Lustige ist, es gibt tatsächlich ein Material Solar White auch. So. Also Ihre Zweitvermutung ist richtig. Man hat ihn natürlich am Anfang einmal versucht, möglichst gut positionieren und versucht später nur noch nachzujustieren. Weil das Problem ist, Sie haben auf dem Satelliten nicht wie bei einer Rakete nochmal so ein großes Triebwerk dran, sondern nur noch ganz leichte Düsen, die ganz minimal was verändern können. Und je nachdem, was für Antriebe man hat, hier hat man einen chemischen Antrieb, aber bei vielen Antrieben ist dann irgendwann ihr Treibstoff leer. Und das ist bei vielen Missionen dann das Todesurteil, weil wenn ihr Treibstoff leer ist und sie sich nicht mehr ausrichten können, dann ist der Satellit verloren. Deswegen versucht man mit diesen Angleichungen sehr sparsam umzugehen. Ja, das ist ein großes Problem. Es kommt drauf an, für verschiedene Instrumente hat man quasi nochmal ein zweites Schild dahinter, das so gebaut ist, dass es nur die Wellenlänge durchlässt, die sie messen wollen. Oder bei einigen Instrumenten ist das Loch dann so klein, dass quasi alles durchkommt, aber dann können sie nur für einen kurzen Zeitraum messen und innerhalb dieses Zeitraums sehen sie dann, dass die Temperatur in ihrem Instrument sehr stark ansteigt. Ja. Deswegen können sie auch nicht alle Hitzeschild, also alle Klappen permanent offen lassen. Und wir sehen das natürlich auch, wenn wir in den Bereichen sind, wo wir im Perihelion, also besonders nah an der Sonne sind, steigen die Temperaturen halt viel schneller, stärker an. Das ist so. Also natürlich gibt es, das Wichtige dabei ist halt, dass wir jetzt die Effekte, die wir aus Solar Orbiter haben, was wir daraus lernen, möglichst schnell in Ideen für die nächste Mission übertragen können. Dass dieser Wissenstransfer von einer Mission zur anderen flüssig ist. Weil wenn Sie 10 Jahre später die neue Mission sich erst überlegen, dann sind Sie, ah, wie war das denn noch damals beim Start? Was hat denn da nicht mehr so geklappt? Da war doch was. So, und das ist so. Jetzt werden schon viele Anträge natürlich auf neue Missionen geschrieben. Welche Mission später gebaut wird, das hängt davon natürlich von unterschiedlichen Wissenschaftszielen und politischen Aspekten an. Natürlich gab es auch Alternativvorschläge zu dieser Mission. Es gibt auch Missionen, die nicht von der ESA geführt werden. Die NASA zum Beispiel hat vorher eine andere Mission vor 7 Jahren gestartet, die aber bei weitem, also die auch die Sonne vermisst, aber bei weitem nicht so komplex ist wie Solar Orbiter. Die NASA wird wahrscheinlich die nächste Sonnenmission starten. Das ist immer so ein bisschen so ein sich ständig abwechselnder Zyklus. Und es hängt natürlich einfach davon ab, wie aktuell ihr Forschungsgebiet gerade ist, wie viel Geld dort reinfließt. Und da ist die Sonnenphysik ganz gut im Moment, weil einfach die Bedeutung der Sonnenphysik extrem steigt, dadurch, dass wir uns halt technologisch immer weiter fortentwickeln. Ulysses war eine Vorgängermission, nicht weit vor meiner Zeit, 80er Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Das Besondere an der Mission war, glaube ich, dass sie hatte keine direkten bildgebenden Daten, sondern ist quasi um die Sonne an sich gekreist und hat den Sonnenwind vermessen. Und für mich jetzt ganz dünnes Terrain, weil es, wie gesagt, lang, lang vor meiner Zeit war. Aber man hat dort damals sehr stark den Sonnenwind vermessen und stark auf die Unterscheidung von Komponenten des Sonnenwindes gesetzt. Es gibt nämlich beim Sonnenwind eine langsame und eine schnelle Komponente. Und das hat man stark mit den Missionen damals fokussiert. Ja, definitiv. Also ich hatte ja schon zum einen den Kometen erwähnt. Das war das Erste, was man gemacht hat. Dann sind viele Sonnenmissionen tatsächlich wirklich die besten Kometen-Tracker, die wir haben. Weil wenn so ein Komet in die Sonne fliegt, sehen Sie das auf fast allen Ihren Bilddaten, weil er hinter der Sonne verschwindet. Einige Missionen von den Sonnenmissionen, die wir haben, können auch für andere Zwecke eingesetzt werden. Wenn wir zum Beispiel Planeten haben, die gerade vor der Sonne herfliegen, also einen sogenannten Planetentransit haben, dann ist das für die meisten normalen Satelliten nicht möglich, das zu beobachten. Weil ein normaler Satellit ist nicht darauf ausgelegt, die Sonne zu beobachten. Er wird dann halt sofort geblendet. Mit dem Sonnensatelliten können Sie das. Und dann können Sie Parameter des Planeten, der gerade vor der Sonne herfliegt, leichter vermessen. Zum Beispiel seine Atmosphäre in einzelne Bestandteile zerlegen. Das sind immer Sachen, die man versucht mitzunehmen. Dann gibt es zum Beispiel Leute, die halt Staub
also kosmischen Staub oder also Staub zwischen den einzelnen Planeten und so vermessen. Die sind immer sehr interessiert dran an diesen Daten von diesen In-Situ-Instrumenten, weil die genau das auch messen. Also es wird halt natürlich, die Daten sind für alle frei, wenn jemand eine Idee hat, wie er das für seine Forschung nutzen könnte, können das alle mal machen. Im Grunde funktioniert es genauso. Also Sie können sich das vorstellen wie eine Mischung aus diesen Sonnenbrillen, die Sie von einer Sonnenfinsternis kennen, und einer Kamera. Wir haben meistens vorne immer einen Eingang. Dann haben wir hier einen Filter. Das ist genau Ihre Sonnenbrille. Das Licht wird dann hinten an einem Spiegel reflektiert. Und irgendwo haben wir dann immer eine zweite. Hier haben wir dann eine Kamera zum Beispiel. Und da ist dann die zweite Kamera. Und es funktioniert genauso eigentlich. Also an sich ist keine große Magie. Sie haben vorne ein Eintrittsloch, da haben Sie einen Filter vor, dann haben Sie einen Spiegel. Der Spiegel reflektiert es auf eine Kamera und das war's, vereinfacht gesagt. Aber es sind viele Jahre Ingenieursarbeit nötig. es sind nicht die Solarzellen, die sich zu Hause aufs Dach setzen. Das ist so. Aber mittlerweile so Solarzellen sind teilweise für die Raumfahrt schon in die Richtung standardisiert. Der Vorteil bei Solar Orbiter ist, es gibt eine Schwestermission, BepiColombo, Colombo, die hat ganz andere wissenschaftliche Ziele. Aber das Design des Satelliten, was Größe, Stromversorgung, Solarzellen angeht, ist sehr ähnlich gehalten. Deswegen sind zum Beispiel die Solarzellen bei den Missionen genau gleich. Und da versucht man natürlich schon ein bisschen Geld zu sparen, indem man so einen Standard entwickelt, den man immer wieder verwenden kann. Und was sie zum Beispiel bei den Solarzellen halt haben, ist, dass sie halt andere Beschichtungen brauchen als bei einer Standard-Solarzelle. Dass sie zum Beispiel besser geschützt sind gegen kleine Steinchen, also kleine Mini-Meteoriten oder so, die auf ihren Satelliten einschlagen können, solche Sachen. Das sind einfach Extras quasi im Vergleich zu ihrer Haus-Solarzelle. Also zum ersten Punkt, ja, wir sind manchmal zwischen Merkur und Sonne. Wir sehen das hier, das ist der Merkur, das ist die Sonne. Das sind genau diese 40 Millionen Kilometer Abstand. Was die Instrumente angeht, also natürlich können Sie, wenn Sie den Satelliten losgeschickt haben, einmal Ihr Instrument nicht mehr ändern, das ist klar. Sie können die Parameter, die der misst, auch nicht mehr ändern, weil Sie zum Beispiel Ihre bestimmte Folie eingebaut haben, die nun mal das eine durchlässt. Aber natürlich versucht man immer möglichst neue Beobachtungstypen mit einzubauen. Zum Beispiel, was man machen kann, dass man neue Programme schreibt, die verschiedene Aufnahmetypen ermöglichen. Also zum Beispiel andere Arten von Serienbildern. Ich hatte vorher gesagt, dass vorher waren wir bei 12 Bilder pro Sekunde. Jetzt sind wir bei ungefähr 5 Bildern pro Sekunde. Wir wollen runter auf diese 3 Sekunden pro Bild. Das sind so Sachen, die man schon im Nachhinein verbessern kann. Und was man machen muss, was sehr viel Aufwand erfordert, ist die Kalibrierung von den Daten. Da liegt die Hauptaufgabe. Also Sie müssen quasi sich erstmal anpassen an das Licht. Sie können sich das vorstellen, wie wenn Sie das erstmal die Augen aufmachen am Morgen oder nachdem Sie länger zu hatten, müssen Ihre Augen sich auch erstmal anpassen und quasi verstehen, was ist das normal. Und das müssen wir machen. Das hat halt sehr lange gedauert und da sind wir auch noch nicht mit fertig. Ja, ganz herzlichen Dank für die Fragen. Ganz herzlichen Dank noch einmal für den Vortrag, Konrad. Und Ihnen allen fürs Kommen. Zuallererst möchte ich dir, Konrad, noch einmal ganz herzlich danken. Natürlich habe ich ein spezielles Papier genommen, um dir die Geschichte der Naturforschungsgesellschaften der Schweiz etwas schön einzupacken. Vielen Dank. Sie kennen es vielleicht. vielen Dank. Ja, dann möchte ich noch etwas nachholen. Natürlich ganz, ganz herzliche Willkommen auch den allen Mitgliedern der Astronomischen Gesellschaft Winterthur. Aufgrund der krankheitsbedingten Abwesenheit Ihres Präsidenten ist das untergegangen. Ich wünsche ihm hier gute Besserung. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen nochmals für Ihre Anwesenheit zu danken. Besten Dank, dass Sie gekommen sind. Noch einmal, Konrad Schwanitz, herzlichen Dank für den äußerst spannenden Vortrag und ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg. Besten Dank.